Hi Sumi, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen den Tabellenführer. Der Trainer hat gesagt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, ihr hattet zu viel Respekt in der Anfangsphase. Würdest du ihm zustimmen? Ja, ich glaube, dass Elversberg auf jeden Fall auch besser ins Spiel gekommen ist. Ob wir jetzt mehr Respekt hatten, weiß ich jetzt so nicht. Also ich würde jetzt so sogar nicht sagen, aber du hast recht. Ich glaube, Elversberg kam auf jeden Fall besser ins Spiel. Wir haben es dann aber auch gut gemacht, haben gut darauf reagiert und sind dann auch immer besser ins Spiel gekommen, auch gegen Ende der ersten Halbzeit, beziehungsweise Mitte der ersten Halbzeit auch schon. Hatten echt auch die ein oder andere Chance schon zum Ausgleich, nachdem wir in Rückstand geraten sind. Aber die zweite Halbzeit spricht, denke ich, auch für sich und ja, war ein guter Auftritt von uns. Du hast ja angesprochen, ihr seid wieder in Rückstand geraten. Das war jetzt das fünfte Spiel, wo ihr innerhalb der ersten 20 Minuten das 0-1 bekommt. Was denkst du, müsst ihr verändern, damit ihr nicht immer so einen frühen Rückstand hinterherlaufen müsst? Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, wenn wir es wüssten, hätten wir es auch schon die 4 Spiele zuvor umgestellt. Aber ich glaube, wir müssen einfach gut ins Spiel kommen. Wir müssen den Gegner auffressen. Ich glaube, schon von Minute 1 vielleicht noch gieriger, noch galliger sein. Es sagt sich immer so einfach, aber ich glaube, wir versuchen immer gut ins Spiel reinzukommen, auch wenn es die Rückstände natürlich nicht so aufzeigen. Aber so ist der Fußball leider manchmal. Aber ich glaube, viel wichtiger ist die Reaktion darauf, dass wir nach den Rückständen auch immer zurückkommen oder auch immer wieder ins Spiel zurückfinden, gut uns auf den Gegner einstellen und die Reaktion einfach richtig ist. Am Montag waren ja auch wieder viele Fans im Stadion. Inwieweit bekommst du das als Spieler überhaupt mit, die Unterstützung von den Rängen? Und hat es euch irgendwie geholfen, das Spiel dann noch zu drehen? Ja, ich muss sagen, am Montag war es wirklich ein besonderes Spiel. Also da habe ich die Atmosphäre wirklich besonders aufsaugen können. Ja. Ich glaube, gerade auch nach dem Doppelschlag, nach den 2 Toren, war die Stimmung richtig gut. Da wurde jeder Zweikampf gefeiert. Das kriegst du auf dem Spiel auf jeden Fall mit. Das kannst du nicht ausblenden, auch wenn manche sagen, ja, ich bin im Tunnel oder dies oder das. Ich glaube, wenn man als Spieler da auf dem Platz steht, dann brennt die Hütte. Das merkst du als Spieler. War wirklich eine besondere Stimmung. Ich feiere das schon immer ab. Und Für dich persönlich, du warst wieder in der Startelf gestanden, bist ja mittlerweile da gesetzt. Wie zufrieden bist du mit deiner Entwicklung diese Saison? Ja, ich glaube, anfangs war ich eher noch hinten dran. Mittlerweile hat sich das Ganze so rauskristallisiert, dass sich so eine kleine Stammelf, sage ich mal, gefunden hat, beziehungsweise so ein kleiner Stamm. Aber ich glaube, als Fußballer darf man sich nie drauf ausruhen. Ich glaube, Fußball ist und bleibt ein Leistungsprinzip und man muss auf dem Platz immer alles geben, das versuche ich. Jetzt heißt es gegen Bayreuth auch wieder einen draufzusetzen, nochmal nachzulegen, sich nicht jetzt auf dem Sieg auszuruhen. Man kann natürlich immer schön sagen, ja, wir haben einen Tabellenführer geschlagen und immer alles schön und gut reden. Aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Anfangsphase war nicht ideal. Und das können wir gegen Bayreuth auf jeden Fall auch besser machen. Versuchen wir auch besser reinzukommen und dann den nächsten Auswärtssieg zu holen. Gegen Bayreuth hast du ja wahrscheinlich gute Erinnerungen. Du hast ja das Siegtor geschossen im Heimspiel. Worauf denkst du, wird es am Samstag ankommen? Ja, ich glaube, ähnlich wie im Hinspiel, dass nicht nur die ersten 11 abliefern, sondern ich wurde ja auch eingewechselt, habe dann auch erst das Siegtor gemacht, dass die Bank funktioniert, dass die auch nochmal einen guten Push geben können, einen guten Schwung mit reinbringen. Jetzt auch gegen Elversberg ist zum Beispiel Beko, für ihn hat es mich extrem gefreut, als er reingekommen ist, das Tor vorbereitet hat, hat er sich auch wirklich erarbeitet und ist auch gut drauf. Und ich glaube, im Fußball wird es die Auswechselbank oder die Einwechselbank auch immer so ein Stück weit unterschätzt und die nehmen größeren Einfluss als viele denken. Und ich glaube, gegen Bayreuth wird es nicht nur auf die ersten 11, sondern auch auf den gesamten Kader wieder ankommen, dass wir unser Ding machen. Und dann haben wir auch gute Chancen, in Bayreuth zu gewinnen. Okay, Sumi, dann danke dir für deine Zeit und viel Erfolg am Samstag. Danke, danke.